Hallo und herzlich willkommen zurück bei Goff. Air Goff. Ja. Links. Na, jetzt rechts neben mir fliegt nicht der Maverick, sondern der Widra. Wow, das war Wir sind unterwegs mit den Briten, das sind Linksflieger, deswegen haben wir das noch nicht so ganz gewohnt. genau. Die hat keine Kampfklappen. Okay, auf Landung nicht, sondern eingefahren. Gut. Ich brich nach rechts aus, weil ich glaube, ich habe so eine Art Bomber. Ja, habe ich auch. So ein Marine-Sturz-Kampfflugbomber mit Cabrio hinten. Ja, genau. Da Wo sitzt der der. BP rausschaut. Nein, bei mir ist das der Stuart. Der Das Stuart Duett. Little. Ja, das ist der Stuart Little. Ja. Bei mir schaut der BP raus. Der Das Pepe. ist so ein deutscher Austauschsoldat. Also, er macht Probeunterricht heute. Ja. Den haben wir uns entgegengesetzt, weil fliegen brauchen wir ihm noch nicht zu zahlen. Weil der keinen Linksflieger fliegen kann. Genau. Weil Geschwindigkeit in gleich, die Deutschland, Schnauze da runter. fliegen sie eher rechts. Oh, jetzt haben meine Bomben getroppt. Scheiße. Du hast deine Scheiße. Bomben. Da, da, Möchtest du es mit dem wieder einholen, Scheiß. oder wie? Ja, schnell wieder. Ach, geh so schmoren. Muss hinten, der Bepi muss wieder auffangen. Ja. Bebe! Fang die Ich bin Bomben. neu. Oh, da kommt von links irgendwo was rot. Ja, drei sogar. Von oben oder von unten? Ja, von überall. Ja, unter mir. Wo bist du? Oh, ich flieg da Die ganz hier. auf die Erdziele zu. Wo bist du? Auf die Erdziele Ich brauche fliege ich zu. noch 12 Sekunden, bis ich wieder Bomben habe. Dass ich mysteriöserweise. Jetzt habe ich es abgeschmissen. Huh, der schießt auf mich. Jetzt hat er mich getroffen. Das ist ja ein Gratler. Natürlich ein Pilot ausge. Dass die immer den Jetzt haben wir wieder Piloten Bomben. treffen. Ich habe noch nie Ja. einen Piloten ausgeschossen. Noch nie in meinem Dasein. Ich habe was anderes gesagt. Den hol ich mir. Ein TCB. Na, TBB. Der ist hinter dir her, der schießt auf dich. Jetzt hat er dich getroffen, du Was gerade mein brennst. Flugzeug? Warum Also, tust hey du das? Bebe, lösch schon mal. Na, der muss ja schießen, der Bebe, Pepe. der schläft hier wieder. Diese Austauschsoldaten. Die halten auch nichts mehr aus. Der doppelte Gokoko klappt nicht. Das ist auch nicht schlecht. Ja, klar, der trifft. Wir fliegen mal direkt aufeinander zu. Wir schießen beide aufeinander. Ich triff nicht einmal einen. Er schießt meinen Piloten raus. Ja, seine Mama schießt einen Piloten raus. Bin ja gespannt, wie das ist, wenn wir unsere Mannschaften vorher ausgebaut haben. Ob das dann auch so ist bei Ich uns. Oder bei versuch's euch. nur mal, dann hat er mich dreimal angeschossen, dann kann er sich einen Wichsen da haben. Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber manchmal regt's mich einfach ab. Da verstehe ich einen Robert Vollgas. Anja hat mir auch schon Ich erwischt. triff den Mist. nicht einmal! Der hat mich weggeschossen. Ja, Ich hab sag ihn ich nicht ja. einmal. Ich bin voll auf den Kreitel. Jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Jetzt ist natürlich mein MG-La. Ja, mir fliegt gerade das Flugzeug auseinander. Da fliegen Der hat mich zwei aus hinterher. 5 Kilometer Entfernung. Ich bin gerade erst gespawnt. Da drei Schüssen auf den, drei Schüssen auf den und Ja. keiner trifft ihn. Den ich bescheißt, weil ich seine. Jetzt hat er diese verrückte Sau. Und nicht Ja, einmal so Abschusshilfe gekriegt. Nein. auf seiner Seite ist er der zweitbeste. Das mag ich auch, weil der Mischung zweimal angeschossen hat. Und die auch zweimal. Also manche haben echt ein Dusel. Das sollen sie mal in einem Panzer sitzen und uns begegnen, dann haben wir besser. Jetzt mal gleich einen Looping fliegen, da, weil der so hoch fliegt. Scheiße. Selbstverständlich. Ah, ich muss abbrennen. Ich komme nicht hoch genug. Jetzt geben sie wieder die Waffen. Ja, genau. Flieg da mal hinten rein. Hoff, du stirbst. Verlierst natürlich. Ja. Da
Ui. Toll, das war mein letzter Flöger. Also, es ist jetzt echt gut, dass wir was anders spielen, gell? Weil ich war jetzt schon voller, fast vor lauter Ruhe und Langeweile, weil ich eingeschlafen habe. Ja. Guter Tipp zum Wachbleiben, spielt's was anders. Ja, am besten bei Goff. In unserer Kampfgruppe. Genau. Aber das nochmal so nebenbei. Und dabei da wieder diesen Maniac jagt und den nicht trifft. Jetzt haben wir so einen getroffen. Vielleicht kriege ich dann mal Abschusshilfe, wenn ich irgendwann vom Himmel holt, weil ich das anscheinend nicht. Weil jetzt gibt es eine Spezi. Der Karsten. Also, kann ich mal so hochfliegen. Doppeldecker ist nicht so wendig, wie ich das gerne hätte. Ey, bei dir fliege ich jetzt nicht mehr mit, da kann man Schach spielen auf deinem Flügel. Ja, okay. Extra einbauen lassen. Nur schwedisches Schach. Nur Schwedenschach, ja. Ah ja, weiß. Und Zwergenhalmer geht einer. Was denn? Aber 5 gegen Willi wird ein bisschen zugig. Ja. Da wackelt der Willi immer so. Uiuiui. Nein, wir werden nicht sterben. Wir schaffen es, Jungs. Wir schaffen es. Also ich bin allein bei mir im Flugzeug. Ah. Hat er Pum gemacht. Der Maniac wieder. Wer denn sonst? Dieser Kleine. Jetzt gehen wir wieder mit meinem Killer-Doppeldecker. Da ist er. Schalt mal gleich wieder auf am Maniac. Der soll so viele Abschüsse kriegen mit mir, dass er gerade so schäbert. Nein, das sind zu zweit, da ist nur so ein CCP-Opfer da. So, der Doppeldecker, der fliegt ja. Was geht jetzt schon? Schneidig, kommen wir daher in Rot, Blau, Weiß, Silber. Ja. Von den Farben her kann man eigentlich irgendwie so. Entweder Frankreich? Natürlich klemmt meine Waffe, was denn sonst? Oder USA? Ja klar, der schießt mir natürlich sofort den Piloten aus. Ich bin ja Franzosen, gell? Was? Nein, wir spielen Brit. Oder? Achso. Wir spielen British Air Force. Hey, quasi die Royal Air Force. Warum bist du jetzt im Boden eingeflogen? Weil ich schon wieder abgekommen habe. Ich wollte ein neues Flugzeug, die Lackierung hat mir nicht gefallen. Juhu, Sturzflug! Da beim Flughafen, da können wir Bodentruppen. Rechts. No, links, ja. Keine Bomben. Oh, hätte ich jetzt erwischen können. Die da unten, ne? Wo denn? Sieht da, vor mir! Wo du hinfliegst. Ja, da, vor mir! Ganzen Haufen! Ja, pass auf, dass du nicht runterballern. Das sind Fahrzeuge, die kannst du fliegen. Ja, Kanzler. Ja. Wenn man es trifft schon. Wie hoch? Es war alles geplant. Das war geplant. Juhu! Wegen selbst zerstört. Ey. Ich bringe jetzt den Arsch sauber. Ja. So wie mir die Lunge. Oh, jetzt haben wir meinen Propeller gehabt. Mein Propeller hat es mir zerlegelt. Da kannst du noch ein paar treffen. Wie weit er weg sind? Das ist nicht immer so ein kleiner gepanzerter Wagen kaputt, wenn man da oben stürzt. Zurück zum Hangar. Wieder? Also das Fliegen? Ich weiß nicht. Ja, dann gehen wir halt wieder zurück am Boden. Wieder mit den Briten?
Mit so Rennsemi-Panzer oder sowas, keine Ahnung. Nehmen wir die kleinen Französin. Die haben wenigstens 7 Rückwärtsgänge. Da wäre ein Andi. Ja, das war damals ein gängiges Modell. Das zeigt uns wieder, dass AMD schon länger gibt wie Intel. Haufen Forschungszeug. So. Aber mit denen bist du nur gut, wenn du einen so einen Prozessor hast. Also was haben wir jetzt gesagt? AMD. Franzosen. Was ist da der stärkste? 1.3. Mein stärkster ist ein 2.7. Ja, die sind noch keine kleine schnellen Panzer mehr. Ja, ich gehe aber auf den AMD. Der kann auf 2 irgendwo gehen, bestimmt. Nehmen wir den AMD, das ist eine Reserve. Ja. Okay. Und dann habe ich nur einen 1.7, der ist auch schon zu viel, oder? Nein, der darf glaube ich noch gehen. Okay. Dann bin ich bereit. Vive la France! Vive la Revolution! Ah. Gefällt mir auch nicht. Dann schmeiße ich mir gleich mit meinem AMD. Da weiß ich jetzt schon, wie die Schlacht ausschaut. Verzweifelt. Oh, kann sein. Gleich Vollgas um mich und B rushen. Ich glaube, ich fahre über oben. Ja, möchte über das Bruckerl drüber irgendwie. Mein Gott, jetzt Panzer 3, schwing die, ich will da nach rechts. Jetzt haben wir einen Bamfis gefahren. Das gibt's ja nicht. Jetzt rammt mich da irgend so ein Pfosten. Achso, das bist du. Nein, ich bin ein Gebüsch. Nein, es war ein Gebüsch, das ich gerammt habe. Ja, es war ein hartes Gebüsch. Das war der sogenannte Eisenstrauch. Ja. Na, 2 MD. Das ist quasi ein Doppelkern. Der erste Doppelkern, den hat schon auch noch 42. Ja. Fängt bestimmt auch da oben um über das Bruckerl da vorne. Ja. Oder wir sind mal schneller und dort, wo vor mir fährst und mit ein bisschen Abstand, Ding ist bestimmt, da ist ein Fehler in der Matrix. Ja. 2 Gebüsche. Ich hab meine Artillerie auf B geschickt. Ich nicht. Ja, ich bin da. In die Nähe von B. Will ich es gleich abbiegen oder weiter von? Na, jetzt von hinten nochmal, da ich sagen, oder? Hinten, gut. Mal beobachten. Ja. Links vor uns. Wo? Ja, weiter weg hat. Ein gegnerischer, also ein Mitspieler hat markiert. Oh, ich bin von rechts beschossen worden. Rechts? Ja. Oh ja, da ist er, die Sau. Mann Blatt. Ich kann nicht schießen. Komm vorbei, komm vorbei. Ich kann nicht schießen, warum kann ich nicht schießen? Was war denn das jetzt für eine Aktion? Kaputt? Nein, ich war noch nicht einmal kaputt. Achso, du ich warst überhaupt nicht einmal getroffen. Ich hab nicht schießen können. Ich bin jetzt wieder mal im Haus oder was? Ich krieg aber einen Cola. Ein Cola? Der Feind siegt, ja genau. Wir haben ja 5 Minuten gespielt und da siegt der Feind schon wieder. Ich schieße jetzt mal pro forma. Ja. Au! Ah, geht. Vielleicht hat dein Schütze Angst gehabt. Oder. So Ladehemmung. Oder dein Sicherungsbolzen nicht gezogen. Was ist denn das für ein dicker Panzer da vor mir? Das ist ein französischer Jagdpanzer. Okay, was sagt der?
Ich würde sagen, Leute im Rollstuhl oder sowas. Bleibst du stehen? Irgendwo da drin, die Feinde immer anstehen. Was ist das dann? Da oben steht irgendwo der, was uns ausgeknipst hat. Es schaut ja interessant aus, der Panzer. Schon, gell? Der schaut massiv aus, aber der hält vielleicht gar nicht so viel aus, das glaubt man gar nicht. Der ist gar nicht so massiv, wie er ausschaut. Oh, da links sind sie schon auf unserer Seite rennen. Ja. Bleibe ich natürlich mit meinem Jagdpanzer da, wenn da Beute ist. Ich hab tatsächlich einen zerstört. Da hinten, da ist nur Ups. Viva la gratulation! Ich würde schon fast sagen, weil der AMG vorhin nicht geschossen hat, das liegt da, weil er ein Franzose ist. Er fährt nur rückwärts und kann nicht schießen. Aber jetzt, meiner hat gerade bewiesen, dass es geht. Da ist einer. Ja, mehrere. Ja, genau, mit einem Schuss wieder. Was hast denn du erwartet, dass er zwei braucht? Meint denn diesen Kratterler? Jetzt nimmt der auch. Steht doch da direkt ja, daneben. Ja, klingt. Also schnell ist er nicht, geh mein kleiner Franzose. Ja, klar. Klar triffst du mich durch. Ja, das ist mir wurscht. Achso, was dreht sich denn da um? Ach, das ist bloß der Kommandantenturm. Kann gar nicht schießen. Schön. Das macht Spaß. In der Ferne steht ein Panzerjägergeschütz. Quasi lange Straße. Wir sind schon wieder über Renner, gell? Ja, ja. Ah, links von dir. Wie wenn das gar nichts war, gell? Also meine Panzer fahren extrem langsam. Ja, ja, von alle Seiten kommen sie wieder. Und du sagst, überrennen. Da hinten. Kritisch. Ziel unbeschädigt. Erstmal in kritisch und dann unbeschädigt. Ja, klar. Ja, klar, jetzt kann ich nicht mehr schießen. Da steht auch noch. Ja, natürlich. Etwas beschädigt. Ich möchte jetzt echt nichts sagen, gell, aber mein Panzer geht rückwärts wirklich schneller wie vorwärts. Ich darf nochmal rein. Hey, freu dich. Mein Flugabwerbtraktor. Der ist geil. Ne? Da mach ich es jetzt mal fertig. Mit dem rechnen die mir nicht. Nein. Ja klar, was trifft mich jetzt schon wieder? Ziel unbeschädigt, ja, freilich, was denn sonst? Ich bin nicht mehr.
Ich hab den Kicken kaputt geschossen. Mach ein Blatt, da vorne steht er. Ich sehe da nichts, ich stehe im Wald. Ich sehe da nichts, ich stehe im Wald, sagt er. Der hat offen das Dach und ich hab nicht kaputt machen können. Das war so klar. Jetzt komm ich auch mit meinem Flugabwehr-Bullock. Da haben sie es davon. Hm. Der hat einen Schutzschirm. Oh, jetzt wollen sie es aber echt wissen. Ja, und ich sehe es nicht von lauter Bam. Kann ich nochmal schießen, weil ich nichts sehe? Ich habe einen zerstört mit meinem Flugabwehr. Ich glaube, ich bin. Ich bin immer übersehen, der verlauter Gebüsch. Aber ich hab nicht alle Fahrzeuge verloren. Ich auch nicht. Der Flugabwehrpanzer hat überlebt. Mhm. Mit dem habe ich sogar einen kaputt gemacht. Du halt? Ja, weißt du, die ganzen Sperrerinnen, besseren Geschütze und alles. Nein, ich komme mit dem Flugabwehrpanzer. Ja, ja. Traktor. Also der Zweite Weltkriegs Landwirtschaftssimulator. Da. Ja. Der LS39. Ja, Leidels, danke wieder, dass ihr uns zugeschaut habt. Es ist immer wieder schön. Ja. Ich liebe Wosander. Es gibt einfach kein besseres Spiel, wenn's. Keine Ahnung. Wieder mal wieder im Weltraum. Ja, im Weltraum müssen wir auch mal wieder vorbeischauen. Ein paar Aliens. Hm. Ich zeige euch da am Schluss jetzt nochmal unsere Kampfgruppenseite, da oben steht's. Goff. Game of France. Ja. Wir spielen, um zu siegen, meine Damen und Herren. Das ist unser Motto. Wir spielen, um zu siegen. Genau. Ja? Irgendwann werden wir schon mal siegen. Ja, irgendwann sind wir gut. Nur wenn wir alle zusammenhelfen. Genau, nur wenn alle da sind. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde, vielleicht. Also, macht es gut. Bis dann. Servus.